Leute, willkommen zu einer Folge auf dem Kanal. Und heute gucken wir uns mal wieder an, wie es mit der Ukraine steht und ihrer hochgelobten Gegenoffensive, die ja seit mehreren Monaten geplant war. Und ich sag, das lag gar nicht lange. Wann war das letzte Video, was ich gemacht habe? Ich guck mal ganz kurz nach. Vor 6 Tagen. Oh, was mache ich? Also gut, dann, das war dann 1, 2, 3, 4. Was? Nochmal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 16. war mein Video zur ukrainischen Gegenoffensive. Und wir werden uns heute angucken, was sich seitdem getan hat. Das habe ich ja alles schon erklärt. Am 17. haben die Ukrainer hier ein schönes kleines Feldchen eingenommen. Das ist doch auch was. Strategisch unwichtig, aber im Zuge. Und im Anbetracht davon, was man sonst alles eingenommen hat, also Offensive doch ein riesiger Landstrich, hat sich sonst noch was getan? Nicht wirklich. Auf jeden Fall am 18. muss jetzt mal ganz kurz gucken und innehalten. Ach so, ja. Am 18. erst einmal hier oben. Kleiner Landstrich bei Vesel. Veselé, keine Ahnung. Eingenommen worden. Nix. Das sind 1 Quadratkilometer, das ist nix. Das ist das. Tolle Befreiung. Und natürlich auch das hier unten. Das waren vorher 3, okay. 2 Quadratkilometer eingenommen. Das sind 3 bis 4 Quadratkilometer, die man eingenommen hat. Hier am 18. Am 19. gab es. Das ist komisch, aber auf jeden Fall hier unten hat man halt was eingenommen. Hier ist man nach Piatjaki vorgestoßen. Kleines Kaff. Ist halt strategisch unwichtig. Sind vorgestoßen. Da kämpft man wahrscheinlich gerade schön. Noch was passiert? Nö. Warte, hier gab es noch ein Update. Letztlich, man hat es eingenommen, die Ukraine hat es eingenommen. Ja, noch am 19. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet seitdem. Auf jeden Fall. Hier ist nichts passiert am 20. oder? Da muss was passieren. Doch, hier unten. Hier hat man. Wow. Muss ich nicht viel zu sagen. 21. Muss ja was passiert sein. Gucken wir mal ganz genau. Okay, am 21. keine Ahnung, was da passiert ist. So eine kleine Änderung an der Front, dass man es gar nicht sieht, das ist auch wunderbar. New York, für irgendeinen Grund gibt es ja ein Dorf, das New York heißt. Am 22. Ich sehe die Map-Änderung nicht. Sind die so? Doch, hier unten. Also, hier hat man. Naja. Muss ich da viel zu sagen? Halben Quadratkilometer, muss ich da viel zu sagen? Nee, muss ich nicht. Hier hat sich jetzt nicht wirklich viel dran geändert, ne? 23, ach, okay. Das war jetzt Lost von mir. Es gibt seitdem keine Updates mehr. Auf jeden Fall, das ist die Situation jetzt an der Front gerade für die Ukraine. Jeder normal denkende Mensch, die Offensive geht jetzt seit einem Monat ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, weiß, das wird nichts mehr, das Ding ist aus, guckt's euch doch an. Man hat 10-mal so viele Verluste wie die Russen. Der Verlustratio ist 1 zu 10. Es ist natürlich normal, dass man bei einem Angriff mehr Verlust hat als der Verteidiger, aber 1 zu 10 ist brutal. Also die Ukraine hat 5.000 Verluste und Russland 500. Das passt auch auf die Angaben an, die wir gesehen haben, die Videos, wo Panzer und ganze Konvois zerstört wurden. Der Leopard 2 Panzer, RIP, Bradley's RIP, kann man nichts machen. Ja, manche Menschen wollen der Wahrheit halt nicht ins Auge sehen, aber tut sich da nichts dran. Wow, ist das denn? Das ist ja süß. Guck mal, das ist ja süß. Auf jeden Fall, Leute. Seid normal in der Birne. Das sterben gerade nur junge Männer für nix, für nix. Für hier. Wo wart?
ein Viertel Quadratkilometer, sogar ein bisschen weniger. Für ein Viertel Quadratkilometer sterben da, keine Ahnung, 20 Leute für. Oder vielleicht sogar noch mehr. Das ist doch ein Witz. Da muss jemand, das muss doch mal in die Birne kommen. Das ist doch verrückt, ist das. Vertraut den ukrainischen Propagandakanälen nicht. Das ist eine ukrainische Propagandaseite. Wenn die Ukraine Gebietgewinne haben sollte, sind die die Ersten auf dieser Seite hier, die das aktualisieren. Und wenn sogar diese Seite anzeigt, dass sich da nichts tut an der Front, dann tut sich da auch nichts. Ihr könnt mir da vertrauen, vertraute Seite. Aber vertraut nicht irgendwelchen ukrainischen, amerikanischen YouTubern, die sagen, ukrainische Gegenoffensive hat schon 20 Dörfer befreit oder so, marschiert jetzt auf Mariupol zu. Die davon scheiße, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ihr seht's hier. Ihr seht's hier. Es passiert sich nichts. Auch die Welt zum Beispiel. Sie sagen jetzt auch mittlerweile, die haben ja am Anfang der Offensive immer gesagt, ja, Dörfer werden befreit, ist gerade in der Ukraine, Russen ziehen sich an allen Fronten zurück. Sogar die sagen mittlerweile, man hat die russische Verteidigung einfach unterschätzt. Es ist einfach nur unnötig gerade, dass man da weiter dran hält, dass die Offensive noch was wird. Ist unnötig. Auf jeden Fall können wir auch einmal kurz die Verteidigungslinien uns angucken. Wir sehen hier vor allen Dingen, ich fange mal oben an. Hier bei Bachmut sieht man, sind nur wenige Graben aufgestellt. Da könnte man vielleicht sogar gut durchbrechen. Das Problem ist halt nur, hier stehen sehr viele Divisionen, sehr viele Männer. Die Dichte ist hier nicht so krass, glaube ich. Aber hier stehen halt sehr viele Verteidigungslinien. Ich kann mal durchschätzen, wie viele das ungefähr sind. Ich würde sagen, das hier ist die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Na gut, zählen wir die noch mit, die sechste. Das sind ungefähr sechs Verteidigungslinien. Und wir sehen jetzt hier, die Ukraine hat nicht mal die erste durchbrochen. Okay, das wird nichts. Die Ukraine schwebt noch immer mit ihren Gedanken hier in Kharkiv und Kherson. Das schwimmen die noch immer mit ihren Gedanken. Aber die glauben noch immer an einen Debakel, an einen nicht Debakel, Spektakel, wie halt in Kherson und Kharkiv. Aber das wird nichts. Die Russen hatten Monate, sich einzugraben. Das wird nichts. Wir können gerne in einem Monat hier wieder so ein Video machen. Und ich kann euch versprechen, die Ukraine wird immer noch nicht größere Geländegewinne gehabt haben. Vielleicht, keine Ahnung, bis dann 10 Quadratkilometer mehr oder so. Aber das ist nichts Großes. Wir sehen es ja jetzt. Warte mal, ich kann gerne mal zusammenzählen, wie viele das sind. 9, 20, 30. Okay, das ist viel. Ich muss kurz, ich kann nicht so gut rechnen. 75. 75, 75,5. 77. Boah, es wird hässlich. 84. Warte mal kurz. 84. Ja, komm. Runden war es. 86. 86,25. Gut, vielleicht habe ich jetzt ein paar Mal übersprungen oder so. Machen wir 88. Das sind 88 Quadratkilometer. Nicht 88 Kilometer, sondern 28 Quadratkilometer. Die bisher befreit wurden. Das hört sich vielleicht viel an, aber wir sehen es hier, das ist nix. 88 hier. Das, guck mal, da so viel ist besetzt. 88 Quadratkilometer. Das ist besetzt alles. Ja, und das, hier gibt es natürlich noch Donetsk, ne? Das hier zählt noch gar nicht dazu. Das ist ein besetztes Gebiet. Das ist jetzt erstmal nur das alles Rote hier. Das alles. Das sind 45.000, ja, ihr wisst schon, da sind 88 nix. Also macht euch keine Hoffnung, das wird nichts mit der Gegenoffensive. In einem Monat können wir wieder hier sitzen, besprechen wir das nochmal. Und ich verspreche euch, nicht mit allem, was ich habe, verspreche ich euch, aber ich verspreche euch mit sehr vielem, das wird nichts mehr, das ist durchgelutscht. Zelensky, der ärgert sich gerade schon ins Panzerfäustchen, aber da kann man nichts machen. Also Leute, wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.